Wir sind heute auf dem CSD Wuppertal 2023. Und alle sind hier so schön. Für mich persönlich ist der CSD nicht nur ein Ort, wo ich zeigen kann, wer und was ich bin und was ich vertrete, sondern auch, wo man halt ganz viele andere Leute sieht, die ebenfalls das vertreten, was sie sind. Und für mich ist es etwas, um auch Gesetzesgebungen unter anderem zu ändern. Ich war immer mit Jungs zusammen, aber ich fühle mich nicht so romantisch so mit die so. Aber mit Mädchen, ich hatte ja auch Girlfriends und ich habe mich mehr wohl mit denen gefühlt. Menschen kennenlernen, die ich mag, Menschen kennenlernen, die ich noch nicht kenne, aber mögen werde. Und einfach aber auch Gemeinschaft für meine Rechte einstehen, aber einfach auch teilweise Angst zu haben, weil ich bin jetzt gerade zum Beispiel mit der Flagge nicht rausgegangen, weil ich einfach Angst hatte, dass irgendwelche Leute mich anfeinden. CSD ist für mich quer sein und für andere Menschen kämpfen. Persönlich finde ich jetzt, ist es wichtig, wenn man halt zum Beispiel trans oder nicht binär ist, dass, dann sollte man sich definitiv outen. Aber wenn man jetzt schwul oder lesbisch ist, aber dabei trotzdem cis ist, dann sollte man halt, also man muss sich nicht outen, aber man kann es. Also das ist halt nicht so wichtig, wie halt, wenn es um die Geschlechtsidentität geht. Seid stolz auf euch, wir sind bunt und wir sind laut und wir schaffen das alle.